Sind da, die Braunen sind die Piraten, ne? Na dann. Alter, wie viele Piraten gibt's denn? Segeln so schnell es geht. Ne, wir rudern. Ich mach die beiden mal platt. So, ja, okay, der wurde nicht. Alter, was passiert hier gerade? Ich will doch nur hier mitten in der Schlacht die entern. Oh. Oh, das ist von uns, okay. So, sehr schön. Ich muss wieder hier hin. Entschuldigung. Wir brauchen Leute! Vorwärts! Beeilt euch! Verlangsamen! Bogenschütze! Sehr schön. Da vorne sind noch ein paar. Oh, das arme Athena-Schiff wird voll vernichtet hier. Ich muss echt sagen, ich gehe jeder Schiffsschlacht aus dem Weg, wenn es geht. Mir macht das selbst einfach keinen Spaß. Ja, muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Willst du mich haben? Nee, okay. Gut, warte mal, ich will mal kurz schauen. Schiff. Wie viel? Wir haben jetzt 600 Holz. Es ist echt teuer. Verschiebst du zwei Salben in. Ja, okay. Das ist gut. Und dann noch den Rambock. Und dann Schiff. Okay, jetzt habe ich noch 100 Ausdauer der Ruderer. Mhm. Schadensreduktion. Was für ein Level bin ich? Schaue ich gleich. Ja, Ausdauer ist, glaube ich, für uns gerade am wichtigsten, weil wir haben ja eher 13 immer noch. Aber bald bin ich Level up. Jetzt erlege ich mal. Ich kann den Helm des Wolfs zerlegen. Warum? Wer macht das? Er tut solche Dinge. Solche absurden Dinge. Thank you.
Ich habe den in mein Lager im Schiff gelassen. Warte, warte, Lager im Schiff? Cool. Level 15. Let's go. Sparta, 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 pass auf, pass auf. Sparta? Wer will dich rammen? Wir haben sie. Upsa, da haben wir ja aus Versehen ein Schiff. Hi. Warte, ich will mal kurz. Na, ah, keine Sorge, ich enter die mal. Aua. Das macht man doch nicht. Also wieso bin ich halt tot? Nee, ich bleib hier liegen. Das sollten alle gewesen sein. Die haben sogar zwei Truhen. Voll gut. Wie sieht's mit der Schlacht um uns rum? Okay, also die Piraten sind noch da. Position. Eine Position bleibt unbesetzt. Boah, das war echt. Was? Die greifen uns an? Die greifen uns an. Wieso greifen uns die Spartaner an? Au! Okay, ich muss jetzt ganz, ganz schnell. Schnell, 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 schnell. Ganz schnell. Bitte, bitte. Nein. Ah. Ich wollte ganz, ganz schnell zu der Ding gehen. Wieso haben mich die Spartaner angegriffen? Ich habe die doch nicht angegriffen? Habe ich die aus Versehen angegriffen?
Na, Spartaner hier. Ihr Schweine. Ihr habt mich versenkt. Na gut, dann wollen wir mal mit der Quest weitermachen, oder? Die haben dich ja gerammt und somit hast du sie angegriffen. Ah, ja, verstehe ich. Ah, das sind ja noch Piraten. Okay. Na gut, dann machen wir schnell die zwei Schiffe. Und dann... Oder warte, ich fahre einfach. Ich lasse das die Spartaner machen. Die Spartaner können das machen. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Vielleicht mit einer Quest, oder? Finde und betritt das mysteriöse Bauwerk. Wo ist es? Ah, in 5000 Kilometer. 5000 Kilometer ist ein bisschen viel. Athen, Sparta, wer auch immer. Vorsicht. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ja, schon. Aber die Jungs haben noch nicht. Los, an eure Ruder! Stellt euch mal normal auf. Es ist alles gut. Ach so. Die Schlacht, in der eine Handvoll Athener die erste persische Invasion zurückschlug. Der große Tempest, König Dareios von Persien. Weiß nicht. Der Ort, wo der große Theseus den kretischen Stier erschlug. Oh, das Marathon. Ihr seid hoffnungslos. Ah, Herodotus ist schon cool. Oh, da schwimmt was. Da greift etwas. Richtig. Ah, Edelsteine. Treiben auf dem Wasser. Wobei, wusstet ihr, dass Bernstein auf dem Wasser schwimmt? Es wurde im alten Ägypten als heiliger Stein angesehen, als der von den Wikingern. Wikinger. Krass, gell? Ja, die Wikinger haben die... Cassandra, ich wollte dich schon lange etwas fragen. Dein Spiel. Wie hast du ihn... Ach, gerade dabei, was zu erzählen. Sagte, die Spartaner hätten ihn von der Schlacht bei den Thermopylen zurückgebracht. Warum ihn hier zurückbringen? Leonidas war ihr Vater. Unglaublich. Der Speer schenkt dir Visionen. Das will er dich führen. Die mehr noch. Sprich mal lauter. Er hilft mir in der Schlacht. Wie genau? Ich kann es kaum beschreiben. Es ist, als kenne ich die nächste Aktion meines Gegners, schon bevor sie passiert. Faszinierend. Das ist wirklich außergewöhnlich. Wir nähern uns der Insel Andros, Cassandra. Ja, dort kann man das Grab des größten Myrmidonen, Achilleus, sehen. Ich bin etwas mehr davon beeindruckt, dass Andros den teuersten Marmor in der ganzen Welt exportiert. Ist das der Ort mit den Ruinen einer alten Zivilisation, von dem du gesprochen hast? Oh ja, das ist er. Such nach einem großen Tor. Das Lied ist gerade voll schön. Yeah.
Ach, hier. Dann tue ich einmal das Ganze von meinem Daddy da rein. Und den Tor sogar tue ich auch da rein. Weil den kann ich ja eh nicht ausschalten. Zerlegen. So. Voll krass. Meine Jungs müssen nicht nur segeln können, sondern auch singen können. Alter, da kämpft halt ein Bär gegen einen Löwe oder hat gekämpft. Da wäre ich. Wo ist Timmy zum Übersetzen? Ja, stimmt. Das war auch cool. Alter, wie weiß der Sand ist, ne? Nice. Aber genau, was ich mit Ägypten sagen wollte, die haben... Ernsthaft? Du bist doch geschnappt über. Idiotischer Schwein. So, genau, die haben die Bernsteine von der Ostsee, von der deutschen Ostsee bekommen. Und das war so krass beliebt, weil eben die Steine konnten schwimmen. Oder ein Bernstein kann schwimmen. Und es kann brennen. Und deswegen war der so heilig bei denen, weil ein Edelstein kann doch nicht solche Eigenschaften haben. Hui, was ist das denn? Ist das eine Tür? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Wer lässt denn hier Drachen? Wie kommt man da nur rein? Ich frag mich, ob... Wer ist da? Zeig dich! Mit Zögern bringst du dich nur schneller. Ins Grab. Ich weiß, Martha. Du wirst immer besser und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß, aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Leonidas Speer. Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Ich hab was gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt. In unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen, und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist eine Kriegerin. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Die Lache.
ja. Martha, ich habe dich nicht vergessen. Ich bin eingesperrt.